bisherigen Slammer auf die Bühne. Einmal den Rainer Banse, die Claudia Kurz, den Cornelius Kurz und die Patricia darf gerne hier bleiben. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir üben das mal mit diesem Klatschen. Wir stellen uns folgendes Szenario vor. Wir sind auf einem Festival und zwar der besten, ach komm, ich versuche es mal, der besten atheistischen Band in ganz Frankfurt. Und ihr steht morgens auf und die erste Band ist da und ihr habt so einen mittelwarmen Applaus, weil ihr euch denkt, ja gut, okay, jetzt hier Xavier Nadu, puh, ist jetzt nicht so ganz meins, aber ist schon mutig, dass er sich heute Abend hier hintraut und so. Und ja, komm, meine Mutter hat mir das beigebracht, man soll irgendwie klatschen und dann habt ihr so einen Applaus auf einer Skala von 1 bis 10, so einen 1er-Applaus. Der hört sich dann wie an? Das ist schon sehr wohlwollend bei Xavier Nadu. Irgendwann habt ihr euch mit geklautem Messwein besoffen, habt so langsam so ein Niveau erreicht, wo ihr denkt, ach doch, ist echt nett hier, so ey, die Band, die da gerade spielt, die kenne ich jetzt nicht, aber wirkt schon ganz nett irgendwie. Ach guck mal, Kraftklub, die kommen aus Karl-Marx-Stadt, ach, das waren noch schöne Zeiten so. Und nö, da haue ich doch jetzt mal so einen 5er-Applaus raus für die Jungs aus Karl-Marx-Stadt und das hört sich so an. Ihr seid völlig Knülle. Ihr habt entgegen jeder Empfehlung illegale Drogen konsumiert. Puh. THC geht durch eure Blutbahn und es ist nicht nur Bad Religion auf der Bühne, sondern völlig überraschend ein Crossover von Bad Religion und Slayer. Und ihr denkt euch, ey, das ist der geilste Abend in meinem ganzen beschissenen atheistischen Leben. Und dann habt ihr einen 10er-Applaus und der geht so. Und genau diese Abstufung werden wir jetzt gleich hören. Ich werde bei jedem unserer Slammer dann bis 3 zählen. Also 1, 2, 3. Und nach 3 klatscht ihr dann. Nicht nach 2 oder nicht, wenn ich den Slammer vorgestellt habe. Ich habe da schon Sachen erlebt, da möchte ich... Ja, so war das in Bochum. Wir hatten mit der Startnummer 1 Rainer Banse, der unser vollstes Vertrauen deswegen genießt, weil er uns erklärt hat, dass die Partnerwahl per Mutti gar nicht so schlecht ist, wie wir immer befürchtet haben. Und deswegen ganz gut ist, dass meine Frau in der Oberstufe gesagt bekommen hat von ihren Eltern, guck dir mal den Bartoschek an, mit dem kannst du zusammen sein. Ein Applaus für Rainer Banse bei 1... Ja. Willkommen Bochum! Ein Applaus bei 1, bei 2, bei 3 für Rainer Banse! Der Start Nummer 2, Fledermauscode. Die Frage, warum Batman nicht schwanger werden kann, weil TC. Bevor es eine 6 wird. Eine 6 wird nur 6 gesagt. Okay, ein Applaus für Claudia Kurz bei 1, 2, 3, bitte! Dann haben wir Dr. Cornelius Kurz, PD, der sogar in dem Express schon war. Ja, leider. Und in Gelatineblöcke schießt, weil er Veganer so hasst. Und weil ich es kann. Und weil er es kann. Ein großes Wissenschaftsargument, weil ich es kann. Ein Applaus für Cornelius Kurz bei 1, bei 2, bei 3. Noch Patricia Hess, die Dame, die uns erklärt hat, warum Nacktmulle immer einen echt schäbigen Onkel haben und warum man vom Meerschweinchen mitunter Angst haben kann. Ja, genau so war's. Genau, vielen Dank. Patricia Hess, 1, 2, 3, bitte!
Okay, ich würde ein Stechen gehört haben. Und das Stechen machen wir zwischen den Ehegatten, wie das immer mein Gutachten heißt. Zwischen den Ehegatten kurz. Und wir machen das so, wenn diese Hand hochgeht, fangt ihr an, so laut und so geil, wie ihr nur für die Person klatschen wollt, zu klatschen. Geht die Hand runter, beendet ihr diesen Applaus. Und wir hören dann, wer der lautere Applaus bekommen hat, könnte. Und wir fangen an mit Claudia kurz, und zwar jetzt! Und Cornelius kurz, jetzt! Claudia, ich habe heute leider kein Foto für dich. Für mich mit ganz leichten Nuancen im Nachgeschmack. Cornelius Kurz, Sieger der ersten Runde. Cornelius, Glückwunsch. Wir machen jetzt eine Zigarettenlänge Pause. Ihr müsst nicht rauchen, ihr könnt meinetwegen auch kiffen, das ist aber illegal. Ansonsten sehen wir uns in 10 Minuten wieder hier im Raum. Bis gleich.